Heute war zu lesen, dass die Mannschaftsrat sich über den Trainer beschwert hätte bei dir. Vielleicht klärst du mal auf, weil sowas ist ja nach außen hin immer, was sich verselbstständigt und was dann immer weite Kreise zieht. Deshalb klär das doch mal auf, was da gewesen ist. Hat es diesen Termin gegeben? Und also, wir sind ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, was dich überrascht, was diese Zeitung schreibt, also ganz ehrlich. Also ich finde es schon traurig, dass man Stellung beziehen soll, weil irgendjemand in der Öffentlichkeit der Meinung ist, sowas zu verbreiten. Punkt 1 ist, dass wir Weihnachten im Januar im Trainingslager mit unserem Spielerrat und mit unserer Mannschaft vereinbart haben, dass wir die Art der Kommunikation verstärken und intensivieren wollen. Nicht nur Trainer, Mannschaft, sondern auch Verein, also sprich Vorstand, Mannschaft. Und das ist nicht das erste Mal, dass sich der Vorstand mit dem Spielerrat zusammengesetzt hat oder der Trainer mit dem Spielerrat bespricht, was ansteht, was man vorhat, was man verbessern kann, wo wir auch gerne die Anregungen unserer Spieler mit aufnehmen. Das hat was mit offener und ehrlicher Kommunikation zu tun. Und wir möchten hier gemeinsam was erreichen. Und wir werden es nur erreichen, wenn wir uns gegenseitig auch respektieren und auch zuhören. Und diese Gespräche finden statt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und wenn man weiterkommen will, muss man auch kritisch miteinander umgehen. Und das tun wir. Das ist hier kein Ringelpitz mit Anfassen, sondern das ist ein Profiverein, wo kritisch miteinander diskutiert wird und wo wir alle mit einbeziehen wollen. Weil wir wissen, dass das, was wir erreichen wollen, nur erreichbar ist, wenn alle auch bedingungslos dahinter stehen. Und da geht es nicht nur um Trainer oder um Manager oder um irgendwas anderes, sondern geht es um die Gesamtgemengelage eines Vereins, wo wir unsere Spieler mit einbinden wollen. Und nicht eine One-Man-Show oder Trainer und Manager alleine entscheiden oder Vorstand alleine entscheiden, sondern man wird nur erfolgreich sein, wenn der Gesamtverein, sprich Spieler, Trainer, Geschäftsstelle, Mitarbeiter, wenn alle hinter diesem Projekt stehen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, finde, dass wir in den letzten anderthalb Jahren eine sensationelle Arbeit geleistet haben, alle zusammen. Wenn man mal sieht, dass vor 3 Jahren, wie ich hier angekommen bin, aus der ersten Mannschaft kaum ein Angebot gekommen ist, dass ein Spieler woanders hingehen soll. Mittlerweile sind es, glaube ich, 4 oder 5, die diskutiert werden, die zu anderen Vereinen sollen. Sie holen uns unseren Jugendtrainer weg. Da wird auch gesehen, wie wir ausbilden, was wir vorhaben. Das kann man natürlich, wie euer Kollege, negativ sehen, aber man kann es auch so wie ich, und ich sage, alle hier in diesem Club auch positiv sehen. Da wird es Entscheidungen geben, auch in der Zukunft, wo der ein oder andere Fan, das ein oder andere Mitglied vielleicht nicht mit einverstanden sind, dass wir das tun. Aber wir machen es im Interesse des Clubs und ich glaube, der Club ist in den letzten anderthalb Jahren mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, sehr gut gefahren. Und wir werden uns von einzelnen Personen in keinster Form beeinflussen lassen, sondern wir gehen unseren Weg. Weitere Fragen? Aber es zeigt ja auch den Charakter, dass der Kollege heute auch hier ist, um sich vielleicht auch mal Stellung dazu beziehen. Finde ich ganz interessant. Wenn Trainer und Spieler das machen würden oder Manager, würde er schreiben, wir kneifen. So bewerte ich das übrigens bei ihm auch.